So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent. So, es dauert immer ein bisschen mit den Aufnahmen, ihr kennt das ja schon mittlerweile. Ich muss mich jedes Mal dafür erklären, warum das immer nicht jeden Tag irgendwas rauskommt. Außerdem will ich euch auch die Folgen, also mal Chance geben, dass ihr die Folgen gucken könnt. Es wird tatsächlich jetzt noch 7 geguckt, wie irre. Also ich kriege immer noch Nachrichten von euch, hey, 7 und bla, und gibt es nicht nochmal Chancen, Leo zu retten? Das ist schon ein Jahr her. Naja, aber trotzdem wird es geguckt von euch. Finde ich geil, finde ich mega cool. Ihr seid echt ein cooles Volk da draußen hier. So, wir sind jetzt hier bei Wolf. So. Bist du wach? Bin fix und fertig. Wolf, geht's dir gut? Ich hoffe, dass er den speichert. Das war auch heftig gestern. Ich hoffe, das war wie das Gespräch hat man noch nicht geführt, ne? Das mit dem Video hat er nicht gelöscht, oder? Also, dass wir die Videos vom Wolf gekriegt haben. Ja, aber das ist es nicht. Gabriela, sie hat mir gestern eine seltsame Nachricht geschickt. Was? Das Böse war mit dir noch so... So, das Böse war mir doch so nah. Hätte ich dies nur erkannt. So wäre mein Herz jetzt noch am Schlagen und meine Seele nicht verbannt. Wie schön, das reimt sich. Aber schau es dir selbst an. Okay. Ja? Oh. Warte mal eben. Warte mal. Warte mal, die Kamera. Das Böse war mir doch so nahe, hätte ich dies nur erkannt, so wäre mein Herz jetzt noch am Schlagen und meine Seele nicht verbannt. Und da hängt sie nun. Ja, schön. Ne? Was hat das zu bedeuten? Das Böse war ihr nah? Wie könnte sie damit meinen? Sieht so aus, als möchte sie irgendwas mitteilen. Pass auf, lass uns das Böse. Das ist nämlich ziemlich interessant. Was meinte sie damit? Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Das Böse. Der Wolf. Der böse Wolf. Wer weiß das schon? Ich habe gerade die Nachricht. Ich habe die Nachricht bekommen, als ich gerade als das Gruppenprofil der Organparty angeschaut habe. Alle Avatare aus der Gruppe fingen plötzlich an zu wackeln. Tomji, du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Ja, das ist schon gut. Ich befürchte, dass einer deiner Kommilitonen in der Sache verstrickt sein könnte. Henry und Norma schließen sich aus. Die beiden kannten Gabriela vor ihrem Tod nicht. Nein, Wolf, da ehrst du dich sicher. Denkst du das wirklich? Ich fasse es nicht. Warte mal, denkst du es wirklich? Weil wir wollen es nicht ausschließen. Ich habe da einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Ich finde den Hinweis relativ eindeutig. Ich werde deine Kommilitonen etwas genauer an die Lupe nehmen. Kann man nicht Kollegen sagen? Ich sag Kollegen jetzt. Oder Homies. Nee, Buddies. Oder, nee, Homies. Bis dahin am besten kein Wort in die Gruppe. Und ich habe noch etwas Wichtiges herausgefunden. Davon müssen wir alle erfahren. Mehr dazu gleich in der Gruppe. Fortsetzung folgt. Yeah. So. Ja, nennen wir sie Buddies oder Homies oder so. Das finde ich cooler. Ich hab Bock, mir jedes Mal die Zunge zu brechen an irgendwelchen Wörtern. Hey, es gibt Neuigkeiten bezüglich der Leiche aus dem Sezierkurs. Die Frau, deren Arm wir seziert haben. Okay, interessant. Das war es nicht rein zufällig, oder? Oh, das wäre gruselig. Dann hätten wir auch mit der ganzen Sache tatsächlich was zu tun. Leichenschändung. Sie starb durch einen Stromschlag in der Badewanne. Ist nicht wahr ein Mord? Also im Wasser. Wie hast du das rausgefunden? Der Prof hat mir die Zugangsdaten für den Dokumentenserver der Uni besorgt. So wie es ausschaut, war die Mühe jedoch umsonst. Laut Polizeibericht war es nämlich ein Unfall. Sie war also weder schwanger, noch wurde sie ermordet. Dann hat die Sache wohl eher nichts mit uns zu tun. Trotzdem komischer Zufall, oder? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du es auch so siehst. Jupp, ist ja, kannst nicht jeden nehmen. Jeder, der auf dem Seziertisch liegt, der ist ja nicht gleich irgendwie,
Der Geist. Ja, wenn ich mal überlege, wie viele Leute ich schon seziert habe, wie viele müssten mich jetzt heimsuchen. Ja? Mhm. Ja. Fische. Ja. Hi Leute, kommt mal bitte online, wenn ihr das lest. Bin hier. Ja. Hi Wolf. What? Was mit Tayo denn los? Aufstehen, Junge. Normal hat die Nacht durchgesoffen. Ich bin hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch Ihnen, Henry. Zu einem schönen Morgen gehören Sie sicherlich nicht dazu. Warum ist sie überhaupt noch bei uns in der Gruppe? Die hilft uns nicht wirklich weiter. Ein Giftpfeil bohrt sich in mein sonniges Gemüt. Ja. Ja. Spricht da etwa die drittklassige Autorin aus Ihnen? Drittklassig, okay. Hi Wolf, gibt's was Neues? Leute, es wird immer schlimmer. Ich glaube, Jonathan ist der Mörder. Warte mal. Wäre doof, wenn ich das aus. Wenn das ausgerechnet Jonathan wird, der. Ich weiß aber wirklich nicht, wer der Mörder ist. Leute, ich weiß nicht, wer der Mörder ist. Leute, es wird immer schlimmer. Gestern Abend stand sie wie aus dem Nichts direkt vor mir. Tut mir leid, Wolf. Bekomme ich ja vor. Bekomme vor Angst auch kein Auge mehr zu. Die Nacht ging mein Radiowecker mehrfach an und es enthüllte schreckliche Schreie. Das ist gruselig. Gab es nicht mal so einen Wecker von 3 Fragezeichen oder so? Moin, geht mir nicht anders. Penne ich nur noch mit Licht. Oh, könnte ich gar nicht. Im Fernsehen ja, Licht nein. Habe wie sie, wenn er versucht jetzt zu schlafen. Sie stand die ganze Nacht der Regungslose vom Fenster und hatte mich angestarrt. Guten Morgen zusammen, mir brummt so der Schädel vom Schlafentzug. Leute, bitte, wir müssen versuchen, kleinen Kopf zu bewahren. Halt euch bitte immer vor Augen, dass sie bloß Angst einjagen will. Bald habt ihr ja Schlaf. Wolf, was hast du rausgefunden? Das ist interessant jetzt. Warum ruft uns alle zusammen? Ja, schlafen können wir ja bald, ne? In 4 Tagen ist es denn Chico dann, ne? Dann können wir alle schlafen ohne Ende. Da ist das Ende mit Schlafentzug. Okay, Leute, passt jetzt genau auf. Vor 2 Tagen hatte mich Tomsche gebeten, das Geistervideo zu analysieren. Ich sollte für euch herausfinden, wer der Ersteller dieses Videos ist. Okay, jetzt wird's interessant. Es ist Chiara. Während des Auslesen des Quellencodes kam es zu einem Systemabsturz, wie ich ihn bisher noch nie gesehen hatte. Es erscheinen Fehlermeldungen, die für mich absolut keinen Sinn ergaben. Okay, Fehlermeldung. Lass uns Fehlermeldung angucken. Bob. Okay. Mit Sicherheit. Warte. Ich weiß gar nicht. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich die Kamera anhab. Bestimmt habe ich mich da wieder vertütelt. Ich kenne mich ja. Warte mal eben. Ja, siehst du, die Kamera ist an. Sehr gut. Okay. Abgefahren. Ja, was anderes kann man nicht dazu sagen. Da hatte wohl jemand etwas dagegen. Aber jemand. Wer haut denn so ein Sicherheitssystem davor? Ja, es muss ja was, es kann ja nur was Menschliches sein. Ich glaube nicht an Geister, ein Handy und so einen Scheiß. Dachte ich zuerst auch. Ich habe mir die Aufzeichnung nochmal genauer angeschaut und dabei etwas Erstaunliches entdeckt.
Bestimmte Codeblöcke, in denen Fehlercodes wiederholen sich immer wieder. Ja, okay, das ist gut. Oder ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Und dann? Und was willst du mir damit sagen? Fehlercodes, Codeblöcke, verstehen nur Bahnhof, genau das. So ähnlich ging es mir auch, Tom G. Diese Fehlermeldung passten zu keiner mir bekannten Codierung. Hab mir fast die halbe Nacht den Kopf darüber zerbrochen. Bis ich letztlich die Lösung im Internet gefunden habe. Jetzt mach's nicht so spannend. Im Internet? Nichts anderes. Im Internet. Ja, wo denn sonst? Ja. Komm, mach's nicht so spannend. Wo soll er es sonst gefunden haben? Es gibt eine Verschlüsselungsmethode, mit der man eine Nachricht Buchstabe für Buchstabe kodieren kann. Diese benutzen häufig Gefängnisinsassen, um über die Zellen hinweg zu kommunizieren. Falls es euch interessiert. Und da finden wir wieder einen Link. So, gehen wir auf den Link. Ja. Bei uns funktioniert der Link wohl nicht. Das ist schade. Eine weiße Internetseite. Okay. Ist halt so. Huch, ich komm. Ja, ihr wolltet doch was machen. Warte mal eben. So. Das römische Klopfcode-Tabelle. Der Klopfcode, englisch Tapcode, ist eine simple Möglichkeit, eine Textnachricht Buchstabe für Buchstabe zu kodieren. Die Nachricht wird durch eine Serie an Klopfen englisch to tap übertragen. Häufig wurde es vom Gefängnisinsassen benutzt, um über verschlossene Zellen hinweg zu kommunizieren. Sie schlugen dabei auf die Metallstreben der Gefängnistüren, die Wasserleitung oder die Wände zwischen den Zellen. Okay, Zellen. Gut. Ich denke mal, näher müssen wir nicht drauf eingehen. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Kannst du bitte zum Punkt kommen? Was hat das jetzt damit zu tun? Genau. Jetzt bitte noch einmal verständlich. Wir stellen uns jetzt mal ein bisschen dumm. Er soll uns das mal ganz genau erklären. Mhm. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Endlich. Hinter dem ganzen Zahlenwirrwarr versteckt sich eine Botschaft. Okay. Wir müssen lediglich die verschlüsselte Nachricht dechiffrieren. Und da wären wir wieder bei Hans. Und wenn wir bei Hans sind, ist es für uns Zeit, Schluss zu machen. Ne, für heute. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir die zweite Episode durchgespielt. Ich hoffe, dieses Wochenende, dass wir es am Wochenende nochmal schaffen. Also, Kinderchen, danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.